Hallo, mein Name ist Ingrid Fischer und ich arbeite in der Kunstvermittlung des LWL-Museums für Kunst und Kultur. Wir sind hier in einem Raum des Mittelalters, unserer Sammlung. Wir haben hier so einen ganz tollen Altaraufsatz vom Meister von Schöpping. Und wir haben ganz früh schon gedacht, boah, da könnten wir super gut was mit Comic machen. Denn ihr seht einmal, die einzelnen Bildfelder sind ganz ähnlich wie der Comic. Dann ist es auch ein Massenmedium gewesen. Also es richtet sich tatsächlich an alle Gläubigen, die in die Kirche kamen und die diese Bildergeschichte leicht verstehen sollten. Der Altar erzählt die Passion Christi, also die Leidensgeschichte Christi. Jetzt hatten wir die Idee mit dem Comic, aber es war gar nicht so einfach, eine Künstlerin, einen Künstler zu finden, der auf den mittelalterlichen Altaraufsatz antworten würde. Denn Comiczeichner arbeiten im kleinen Format und das Ganze wird gedruckt und wir wollten etwas haben, was genauso beeindruckend ist wie der mittelalterliche Altar. Wir sind dann auf die Suche gegangen und haben noch eine zweite Fragestellung mit uns herumgetragen. Die Mittelalterabteilung ist von Künstlern besetzt, also von männlichen Akteuren, und wir wollten gern eine Künstlerin haben. Und dann haben wir da gesessen und haben gedacht, okay, Anke Feuchtenberger, das wäre cool. Sie hat sich den Altar erklären lassen und hat ganz viele Szenen nachgezeichnet und hat nicht, weil es um die Leidensgeschichte geht, sondern weil es um ein Wunder geht, dann ja gesagt. Und das Ergebnis sehen wir jetzt hinter uns. Das ist 2018 in die Sammlung eingebracht worden. Es sind 31 Waben, die auch eine Geschichte erzählen über Generationen, ähnlich wie das bei der Christusgeschichte ist. Allerdings ist es eine Geschichte der Frauen. Und man muss gucken, inwieweit berührt einen das Bild und welche Erinnerungen hat man, wenn man sich die einzelnen Waben anschaut. Die Leserichtung ist nicht ganz so einfach. Man kann es ganz linear machen, man kann aber auch kreuz und quer lesen. Ein bisschen wie ein Bienenflug, dass man die Augen hin und her flattern lässt. Im Zentrum, wie gesagt, die Weide, die nimmt eigentlich alle Erzählstränge auf. Und ich habe schon die Frauen genannt. Etwas, was vielleicht jetzt verwirrt ist, dass man da auch eine Biene sieht. Bienen waren schon im alten Ägypten die Trägerinnen von den Seelen, die zur Sonne gebracht wurden. Also tatsächlich ganz wichtige himmlische Wesen. Und wir sehen halt hier den Umzug einer Bienenkönigin, die aus ihrem alten Stock vertrieben wurde, weil eine neue Bienenkönigin geboren wurde. Wir haben aber auch verschiedene Personen, und zwar haben wir ein Mädchen. Anke Feuchtenberger hat sich die Erzählung Frieda und das Katerlieschen der Brüder Grimm als Grundlage genommen und hat einzelne Ideen aus diesem Märchen genommen, und man erkennt, dass Katerlieschen hier tatsächlich immer wieder an der Frisur, dass es halt diese zwei kleinen Dutz auf dem Kopf hat, und die ist leicht zu erkennen. Die ist am Anfang zu Hause und die Mutter sagt, ne, dass das Mädchen auf die Tür aufpassen soll. Das ist übertragenerweise auch ein Hinweis, dass sie auf die Unschuld aufpassen soll. Und Katerlieschen passt auf die Tür auf. Sie nimmt sie nämlich mit. Wir haben als zweite Person noch die Mutter. Die Mutter erkennen wir an dem Kopftuch und der dunklen Kleidung. Und sie grüßt hier wiederum ihre Mutter. Doch jetzt, was passiert mit den drei Frauen? Und bei einem Kriegstraumata sind wir tatsächlich auch bei der Großmutter. Die hört nämlich das Surren der Bienen in dem Baum und denkt als erstes Fliegeralarm. Das ist hier auch als Schrift beigegeben, und sie geht in den Baum rein. Und ja, wir können ahnen, dass sie dort stirbt, denn hier unten sehen wir ein Skelett mitten in den Wurzeln des Baumes, ganz ähnlich wie die Wurzel Jessel. Also da haben wir dann wieder eine christliche Anspielung. Die Mutter, die sehen wir hier auch wieder, die hat eine Gießkanne dabei. Das ist eigentlich so ein Zeichen, dass sie dabei ist, Wasser zu holen und zu versorgen. Und wir sehen hier Soldaten, die was trinken, und der eine greift der Frau an den Rock. Und im nächsten Bild sehen wir die Frau mit nacktem Oberkörper am Boden liegen und können davon ausgehen, dass sie tot ist. Das ist etwas, was Anke Feuchtenberger sehr bewusst mit reingenommen hat, weil Vergewaltigung auch heutzutage immer noch ein Mittel der Kriegsführung ist. Und gerade in manchen Gebieten, wo Krieg ist, sind Frauen, die beispielsweise Nahrungsmittel oder sogar Wasser holen, besonders gefährdet. Also wir erkennen hier einmal die Tochter, und die hat so ein kleines Wesen auf dem Arm, das wir auch hier erkennen. Und da können wir voll ausgehen, dass das wahrscheinlich
wahrscheinlich die Seele ist, die die Tochter der Mutter zurückbringt.